Hallo, mein Name ist Enrico. Ich bin Mitglied an der Walter-Hohmann-Sternwarte, auf deren Außengelände ich mich hier heute befinde. Im Hintergrund könnt ihr sehen, dass wir verschiedene Hütten auf unserem Gelände haben, in denen jeweils eigene Teleskope untergebracht sind. Aber bevor wir uns diese näher anschauen, erkläre ich euch erstmal an einem Beispielteleskop, das wir von dem Projekt Sterne funkeln für jeden haben, wie so ein Teleskop grundlegend aufgebaut ist. Die Basis zum Beobachten ist ein solides Stativ. Denn wenn das Stativ wackelt, macht auch mit dem besten Teleskop das Beobachten keinen Spaß. Um verschiedene Objekte am Himmel beobachten zu können, benötigen wir eine Montierung, die sich in zwei Achsen bewegen lässt. Das muss nichts Kompliziertes sein. Ein einfacher Aufbau, so wie hier, reicht da vollkommen aus. Dieser lässt sich parallel zum Horizont, was wir den Azimut nennen, bewegen und in der Höhe einstellen, was wir als Altitude bezeichnen. Wir haben hier ein Linsenteleskop, auch Refraktor genannt. Vielleicht habt ihr ja schon das Video von Jessica aus Aachen gesehen, die euch den großen Refraktor der Sternwarte Aachen gezeigt hat. Unser Teleskop funktioniert hier im Grunde ganz genauso. Wir haben auch in der Front eine sogenannte Frontlinse. Mit der Frontlinse wird das Licht gebündelt. Desto größer die Frontlinse ist, im Durchmesser, desto mehr Licht und damit auch Informationen über unser beobachtetes Objekt können wir einsammeln. Das ist besonders dann wichtig, wenn wir eine hohe Auflösung haben wollen, um beispielsweise Oberflächendetails auf Planeten wie dem Mars, Jupiter oder Saturn sehen zu können. Nicht immer geht es aber darum, eine besonders hohe Auflösung oder Vergrößerung zu haben. Oft sind die Objekte, die wir beobachten wollen, auch einfach zu dunkel, als dass wir sie mit dem bloßen Auge sehen könnten. Besonders dann, wenn wir uns Sternenhaufen, Nebel oder Galaxien ansehen wollen. Diese sind tausend oder Millionen von Lichtjahren von uns entfernt. Auf diesem Weg geht auch eine Menge Licht verloren. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit unserer Frontlinse möglichst viel Licht einsammeln können und das ganze Licht gebündelt hinten in das Auge des Beobachters bringen können. Es ist dann quasi so, als wäre unsere Pupille nicht wenige Millimeter im Durchmesser, sondern so groß wie die ganze Frontlinse. Die Frontlinse ist in der Lage, das Licht durch den Tubus, also das Rohr vom Teleskop, zu leiten und hinten ein kleines Bild vom Sternenhimmel zu erzeugen. Das können wir uns so aber noch nicht anschauen. Dazu brauchen wir nämlich noch eine zweite Linse, oder besser gesagt, ein komplexes Paket aus vielen verschiedenen Linsen zusammen, welche wir dann als Okular bezeichnen. Durch die Frontlinse ist zwar vorgegeben, in was für einem Bereich von Vergrößerungen wir uns bewegen können, durch die Auswahl des Okulars haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir eher eine geringe Vergrößerung haben wollen, um uns zum Beispiel den Mond in der Übersicht anzuschauen oder größere Sternhaufen, oder wahlweise auch ein anderes Okular zu verwenden, mit dem die Vergrößerung höher ist, wenn wir zum Beispiel Planeten beobachten möchten. Die Okulare werden dann hinten im Okularauszug eingesetzt. Da das Ganze aber so, gerade wenn man Objekte hoch am Himmel beobachten möchte, etwas unbequem wird, verwendet man noch einen kleinen Spiegel, welcher das Licht umlenkt. Wie man das Ganze einbaut, zeige ich euch jetzt kurz. Das Okular und der Zenitspiegel werden zusammen in den Okularauszug eingesetzt. Über die Fokussierschrauben könnt den Okularauszug ein- und ausfahren und so auf das jeweilige Objekt, das ihr beobachten wollt, scharf stellen. Besonders wenn ihr mit hohen Vergrößerungen beobachten wollt, ist es gar nicht so leicht, einzelne Objekte am Himmel zu finden, weil der Bildausschnitt bei hohen Vergrößerungen immer nur einen sehr kleinen Bereich des Himmels zeigt. Hier kommt dann unser Sucherfernrohr ins Spiel, das oben auf dem Teleskop montiert ist. Das Sucherfernrohr hat nur eine geringe Vergrößerung, zeigt uns dafür aber einen großen Ausschnitt des Himmels. Und durch das eingebaute Fadenkreuz können wir Objekte wie zum Beispiel einen Planeten genau in der Mitte platzieren und dann im Anschluss beim Schauen durch das Teleskop sollten wir den Planeten auch schon in der Mitte des Gesichtsfelds haben und können mit dem Beobachten loslegen. Ihr seht also, ein Teleskop ist in seinen Grundlagen gar nicht so kompliziert. Das ist bei dem kleinen Teleskop nicht anders als bei den großen Teleskopen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal eines der großen Teleskope in den Hütten an.
Um mit dem Teleskop beobachten zu können, mussten wir zunächst das Hüttendach öffnen, um freie Sicht auf den Himmel zu haben. Wir befinden uns hier in der Hütte und was ihr hier sehen könnt, ist das C14 Spiegelteleskop. Das sieht schon etwas anders aus als das Linsenteleskop, das wir uns gerade noch draußen angeschaut haben. Der Unterschied ist aber eigentlich gar nicht so groß. Das Dreibeinstativ, das wir vorhin benutzt haben, wurde hier ersetzt durch eine solide in Beton gegossene Säule. Damit stellen wir sicher, dass beim Beobachten auch wirklich gar nichts mehr wackelt. Auf die Säule wurde mit großen Schrauben die Montierung fixiert, die sich ebenfalls in zwei Achsen bewegen lässt und damit ermöglicht, jeden Bereich des Himmels zu erreichen und über Motoren ganz genau nachführen zu können. Obendrauf befindet sich zum einen das C14 als Hauptgerät und zum anderen ein kleiner Sucher, um beobachtete Objekte schnell finden zu können. Zusätzlich haben wir hier noch ein weiteres Teleskop montiert, welches dafür genutzt wird, um zum Beispiel bei der Fotografie die Nachführgenauigkeit noch weiter zu erhöhen. Dafür verwenden wir eine kleine Kamera, die einen Stern genau im Auge behält und durch zusätzliche Steuerbefehle an die Montierung dafür sorgt, dass der Stern auch wirklich ganz genau in der Mitte bleibt. Das ist besonders dann wichtig, wenn man Fotos über mehrere Stunden hinweg machen möchte und nicht möchte, dass sich der Bildausschnitt in dieser Zeit verschiebt. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass das Spiegelteleskop viel kürzer ist als das Linsenteleskop. Woran das liegt, kann man ganz gut sehen, wenn man vorne einmal in das Spiegelteleskop hineinschaut. Beim Linsenteleskop war es ja so, dass wir vorne eine große Linse verbaut haben, quasi wie eine Lupe, die das Licht nach hinten sammelt. Beim Spiegelteleskop ist es quasi andersrum. Da haben wir hinten im Spiegel, hinten im Teleskop, einen Spiegel, der das Licht sammelt und nach vorne auf unseren Fangspiegel leitet. Der Fangspiegel ist dafür da, das Licht wieder nach hinten zurückzuwerfen, also quasi zweimal durch den Tubus leitet, wo das Licht hinten durch eine Bohrung im Hauptspiegel austreten kann und wir dann über den Okularauszug die Sterne beobachten können. Damit ihr euch das Ganze etwas besser vorstellen könnt, habe ich da auch mal was für vorbereitet. Hier habe ich einmal die Querschnitte der beiden Spiegel dargestellt, einmal den Hauptspiegel mit seiner konkav geschliffenen Form und hier vorne einmal in klein den Fangspiegel. Als Licht stellen wir uns dann diese Fäden einmal vor. Das Licht trifft vorne parallel in den Tubus ein. Da das vorne nur eine Glasplatte ist, wird das Licht da auch noch nicht gebrochen. Wird dann vom Hauptspiegel hinten an der konkaven Fläche reflektiert, nach vorne geworfen, wo es vom Fangspiegel wiederum zurückgeworfen wird und hinten durch eine Bohrung im Hauptspiegel austritt und in einen Fokuspunkt innerhalb des Okularauszugs gebündelt wird. Dadurch wird ein Bild projiziert, das wir uns dann mit dem Okular anschauen können. Hallo, vielleicht ist euch vorhin im Hintergrund schon unsere Kuppel aufgefallen. Nun seid ihr bestimmt neugierig, was sich in der Kuppel befindet. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Hier befinden wir uns in der Kuppel. Und neben mir ist hier noch das große Messmes-Cassegrain-Teleskop der Sternwarte Essen. Lasst euch von dem komplizierten Namen nicht erschrecken. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein weiteres Spiegelteleskop. Und wie Spiegelteleskope funktionieren, habe ich euch ja an einer anderen Stelle im Video schon erklärt. Das Besondere an diesem Teleskop hier ist, dass der Hauptspiegel, der sich hier unten befindet, einen Durchmesser von 56 cm hat. Das ist über ein halber Meter, mit dem wir Licht von den Sternen einsammeln können und dann gebündelt hier oben am Okularauszug auswerfen. Damit können wir Details in Nebeln beobachten, die sonst mit kleinen Teleskopen nicht zu beobachten wären. Durch die Größe des Teleskops brauchen wir aber auch eine wirklich stabile Montierung.
Montierung und Teleskop wiegen hier zusammen über eine Tonne. Das heißt ungefähr so viel wie ein Kleinwagen. Das ist nicht mehr wirklich transportabel. Und wenn man beobachten möchte, benötigt man hier schon eine Leitung, um einen Okularauszug zu bekommen. Also nichts für zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet einige neue Sachen zum Thema Astronomie lernen. Wenn ihr noch mehr über Planeten, Teleskope und andere Bereiche der Astronomie lernen wollt, könnt ihr euch auch noch unsere anderen Videos anschauen. Und bis dahin wünsche ich euch einen klaren Himmel und viel Spaß beim Beobachten.